Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Mal kurz meine Harfe wegstellen. So, jetzt aber heute zur richtigen Zeit ein Livestream. Ich war gestern schon mal online mit einem Livestream zum Thema Flugzeug. Der war aber gar nicht für gestern geplant. Da gab es leider terminliche Kommunikationsprobleme. Deshalb gibt es heute noch einmal das Thema Flugzeuge. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir schon einen musikalischen Rundflug angekündigt haben, dann steige ich doch gleich einmal mit der Musik ein. Ja, ich bin heute nicht alleine da. Ich habe Unterstützung. Mal wieder. Hat mir gestern auch schon geholfen. Kommst du her und sagst du auch Hallo zu den Kindern? Hallo. Kannst auch winken. Das ist mein Jonas. Das ist mein großer Sohn. Der Kleine mag nicht mitmachen. Der hilft mir heute beim Thema Flugzeug. Mhm. Der ist ein toller Pilot, oder? Ja. Nein, eigentlich ist er eher ein Flugzeugkonstrukteur, weil er hat auch heute in der Schule ein richtig tolles Flugzeug gebaut. Wollt ihr das mal sehen? Das schaut fast ein bisschen aus wie ein Flugzeug aus Star Wars, oder? Ich weiß Kennt ihr Star Wars? Also ich weiß selber nicht genau, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach, also mir war langweilig in der Religionsaufsicht und ich wusste nicht, was ich machen soll. Habe dann ein Papier aus meinem Heft genommen und dann habe ich einfach irgendwas gefaltet und dann ist das draus gekommen. Dann ist das draus gekommen. Cool, oder? Da winkt jemand. Wir winken zurück. Hallo. Ja. Aber damit ihr auch ein Flugzeug habt... Genau. Damit ihr auch ein Flugzeug habt, zum Mitmachen. Ich habe eine leichtere Variante oder eine bisschen schwierigere. Welche soll ich nehmen? Ich glaube, wir nehmen die leichtere, weil... Soll ich dann auch die schwierige einmal herzeigen? Das ist nur einmal mehr Falten. Ja, kannst du machen. Dann mach ich die Also auf jeden Fall brauchen wir mal ein Blatt Papier. Jetzt für die Kinder, die gestern schon dabei waren... Wir haben ja gestern schon einen Papierflieger gebastelt. Ja, eben das genau. Die können in der Zeit, ja, weil es haben ja nicht alle gestern zugeschaut, deswegen, warte ganz kurz, kannst gleich loslegen. In der Zeit, wo wir jetzt den Papierflieger gemeinsam basteln, können die Kinder, die schon einen Papierflieger von gestern haben, ihren Papierflieger anmalen. Ja, weil das haben wir nämlich gestern gar nicht besprochen. Ich zeige euch das mal. Ah ja, schon, das haben wir sehr gezeigt. Das ist zum Beispiel der Papierflieger, den hat mein kleiner Sohn für die Schule gebastelt. Da hatten sie das Thema Flugzeuge. PS. Der hat sogar Triebwerke, Schatzi, da haben wir sogar Triebwerke angebastelt. Und wisst ihr, für was das HPS steht? Wofür steht das HPS? 100 PS. 100 PS, 100 PS hat das Flugzeug. Ich glaube, das hat ein bisschen mehr PS. Und hier, das ist der Papierflieger, den der Jonas gebastelt hat. 44. Wie ihr seht, sieht der aus wie eine Wassermelone. Und hat auf den Tragflächen 44 stehen. Mein Sohn steht nämlich auf einem YouTuber, der nennt sich ChaosFlo44 und dessen Maskottchen ist eine Wassermelone. Deswegen hat er den so angemalt. Ihr könnt sich das natürlich aussuchen, wie ihr euren Flieger anmalen wollt. Ich kann den auch. Also für die, die gestern schon gebastelt haben, bitte, die können währenddessen malen, ja? Und die, die noch keinen Papierflieger haben, die haben hoffentlich in der Zwischenzeit, also jetzt hast du Papier, da aber noch eins, ein Blatt Papier geholt. Soll ich jetzt den schweren oder den leichten erstmal? Den leichten erstmal. Und der Jonas zeigt euch, wie man diesen Papierflieger bastelt. Dann kommst du ja mit der Kamera, zeigst du das? Ja, ich weiß noch nicht, kann ich die umdrehen? Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Vielleicht, wenn ich da drauf drücke, soll ich das jetzt mal probieren? Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Ja, jetzt ist es umgedreht, das ist großartig. So, also der Jonas zeigt euch jetzt, wie man einen Papierflieger bastelt. Da kannst du ja ein bisschen anfangen. Ja, also erstmal in der Mitte falten, ne? So, oder? Ja, so in der Mitte falten. Jetzt weiß ich wieder, ich wollte nur wissen, wie man es in der Mitte faltet. Ich glaube, Jonas, es ist ganz gut, wenn du dich gegenüber der Kamera hinsetzt, weil dann können die Kinder das besser sehen. Na, so gegenüber der Kamera. So, so. Mal so. Genau, dann kann ich dich nämlich besser filmen. Also erstmal in der Mitte zusammenfalten. Das ist schief. Das macht nichts. Wenn es ein bisschen schief ist, das macht überhaupt nichts. Wenn ihr Hilfe braucht von Mama oder Papa, ist es auch überhaupt nicht schlimm, dann lasst euch ein bisschen helfen. Schön so, zusammengefaltet, ja. Dann wieder aufklappen. Wieder aufklappen. Und jetzt die Ecken runterklappen. Genau, die Ecken reinklappen. Und immer schön glatt streifen, sonst hält es am Ende nicht so gut.
Ja, das ist wichtig. Dann einfach das gleiche nochmal. Die Ecken nochmal runterfalten. Jetzt hat er ein bisschen ungenau gefaltet, der Jonas. Jetzt muss er noch mal ein bisschen nachjustieren. Jetzt nochmal. Ach, nee, doch nicht. Die Spitze ist ein bisschen ungenau, ne? Macht aber nichts. Ja, das ist egal. Gut, zeig mal, wie du es jetzt hast, dass wir es mal sehen können. Jetzt ist es zweimal reingeklappt sozusagen, ne? So, und was müssen wir jetzt machen? Jetzt zusammenfalten, einmal wieder so. Ja. Jetzt haben wir eine Spitze. Genau. Fertig. Und ganz fertig ist er noch nicht. Also müssen wir jetzt noch machen. Jetzt müssen wir die Tragflächen Ich kann es runterklappen. natürlich auch gerade machen, aber ich mache es immer schief. Ich finde, das ist besser. Ich mache es immer gerade, aber das ist ja So. wurscht. So. Warte, nicht zu so schnell, dass die Kinder mitkommen, bitte, Jonas. So. So, genau. Einmal umklappen. Glatt streichen. Umdrehen. Auf der anderen Seite nochmal runterklappen. Der Nachteil beim Schiefen ist halt, dass es ein bisschen schwieriger ist, es komplett gerade zu machen wie das andere. Also, dass es symmetrisch wird, dass auf jeder Seite gleich ist, meinst du, ne? Ja, das stimmt. So. Jetzt wäre er theoretisch schon mal fertig. Der Flieger, zeig mal her. Ja, den hast du toll gemacht. Aber was kann man jetzt noch machen? Die Wenn Tragfläche. man möchte, kann man ihn noch ein bisschen stylischer machen. Nämlich. So, jetzt hat der Flieger nämlich auch Tragflächen. Tragflächen hat er vorher auch schon gehabt, aber ein bisschen Okay, stylischere Tragflächen, ne? Sehr schön, das ist ein toller wie fliegt er? Papierflieger geworden. Schauen wir mal, ob er fliegt. Ja, auf jeden Fall fliegt er runter. Wolltest du jetzt nochmal die schwerere Variante machen? Ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir Ja, werden jetzt erstmal noch singen. spiel das Lied und ich falte ihn währenddessen. Okay, ich habe gedacht, du lässt ihn vielleicht fliegen. So, warte mal, ich drehe mal wieder um. Gut, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass eure Papierflieger in der Zwischenzeit fertig sind. Und jetzt würde ich euch einladen. Jetzt würde ich euch einladen, euren Papierflieger zu nehmen und ihn fliegen zu lassen. Mach vielleicht noch kurz, damit alle ihn wirklich auch fertig haben. Oh, ich glaube, die sind jetzt schon fertig, oder? Sonst könnt ihr ja das Lied noch weiter nutzen, um fertig zu basteln. Ich Und singe noch übrigens, zwei die Runden vom schwierigere Lied. Variante ist genau gleich bis zum dritten Punkt, also wo man nochmal. Warte, ich war kurz, ich kann es dir nochmal zeigen. Vielleicht faltest du den erstmal fertig und zeigst das nachher nochmal, okay? Sonst müssen die Kinder jetzt zu lang Wenn warten. man bei dem Punkt ist, einfach nochmal runterklappen. Ah, nochmal runterklappen. Na, dann ist es noch schwieriger. Okay, verstehe. Okay. Aber jetzt sind alle Flieger inzwischen fertig, oder? Dann legen wir los. Sollt mal sehen, wie ich in meinem Flugzeug
Fächer sein. Und morgen flieg ich wieder, denn fliegen, das ist fein. Sehr schön. Mama? Ja. Aber es sind doch sicher mehr Leute als nur 3 online. Tja, das sieht so aus, gell? Da passt die Zahl nicht ganz, aber das ist ja wurscht. So. Danke steht da. Fürs Basteln? Sehr gerne. Oder für das Lied? Für alles sehr gerne, wenn Danke steht. Da ist eine, wie sagt man denn da auf Instagram, sagt man User, Teilnehmer online, die heißt Gudrun und die wilden Rüben. Hallo Gudrun. Die wilden Rüben, das bespricht mir aus der Seele. Ich habe auch 2 davon und ich sage auch immer, das sind meine Rüben. Ich finde, Kinder dürfen durchaus Rüben sein, oder? Ich habe auch 2 Jungs. Die sind auch sehr, sehr, sehr wild, muss ich sagen. Ja. Das sieht dann so aus. Ja, dann schaut er so aus. Ah, okay, dann hat er aber eine kleinere Tragflächen, oder? Ja. Fliegt er dann? Nein. Der fliegt nicht super. Jetzt haben wir einen Papierflieger, der nicht fliegt. Aber er sieht cool aus. Also er ist auf dem Boden geflogen. Gut, alles in der Kuchen. Für die, die gestern schon da waren und heute nochmal das gleiche Thema kriegen, habe ich heute noch was anderes dazu genommen, dass es ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es noch einen schönen Flugzeugreim, den ich auch gerne noch mit euch teilen möchte. Gudrun schickt ein Herzchen. Das ist schön. Die 7 Rüben. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch im hohen Bogen. Ah, jetzt sind die Flugzeuge zusammengestoßen. Oh wei, Flugzeugunglück. Na, hoffentlich nicht. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch im hohen Bogen, senkt sich auf die Erde nieder, kreist dann, jetzt muss man Kreis fliegen, in die Höhe wieder. Rollt dann auf der Rollbahn aus und alle Leute steigen aus. Noch einmal. Oh, schau, Jonas, wir kriegen ganz viele Herzchen geschickt. Ist das schön? Das ist lieb. Vienna Zahlen schickt uns ein Emoji mit Herzi-Augen. Und das ist der Name, den ich nicht lesen kann. Demali-Juni, keine Ahnung. Also die schickt auch ein Herzchen. Dankeschön. Ah, und Smiling Cat, das ist die Katharina, die kenne ich. Die schickt uns einen Daumen nach oben. Smiling Cat. Sehr schön. Hallo Maximilian, 81. Hallo Katharina. Smiling Cat 81. Gut, so. Noch einmal den Reim. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch im hohen Bogen, senkt sich auf die Erde nieder, steigt dann in die Höhe wieder. Also kreist dann in die Höhe wieder. Entschuldigung, jetzt haben wir den Kreis vergessen. Rollt dann auf der Rollbahn aus. Alle Leute steigen aus. Das ist ein bisschen blöd, weil auf Instagram muss man den Bildschirm hochkant nehmen. Normalerweise nehme ich den immer quer. Da hat man nicht so viel Platz. Man kann ihn theoretisch auch umdrehen. Ist das so? Bei Instagram machen doch alle immer hochkant, oder? Jetzt habe ich gedacht, ich muss auch hochkant machen. Versuch mal umzudrehen. Ah, schau mal. Die Gudrun und die wilden Rüben haben eine ganz schöne Emoji-Geschichte geschickt. Siehst du das? Ja. Hier, Flugzeug, ja. Rakete, Flugzeug, Flugzeug. Und ganz viele Passagiere. Super. Eine schöne Emoji-Geschichte. Danke, Gudrun. Nett ist das, wenn ihr ein bisschen mit mir kommuniziert. Da freue ich mich. Okay, machen wir ein letztes Mal noch den Reim und dann würde ich euch einladen, dass wir einmal noch das Lied gemeinsam singen. Zum Abschluss. Du gehst schon? Ja. Nein, bleib da. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch im hohen Bogen, senkt sich auf die Erde nieder, kreist dann in die Höhe wieder, rollt dann auf der Rollbahn aus. Oh, das ist die Rollbahn jetzt. Alle Leute steigen aus. Sehr schön. Abgestürzt. Gut. Euer Flieger ist hoffentlich nicht abgestürzt. Dann würde ich sagen, holen wir noch ein letztes Mal die Harfe. Einmal noch Schreien. Das Lied. Genau, also nochmal als Hinweis, wer das Lied nachsingen möchte,
Von der Melodie her ist es ganz einfach. Das ist in meinem kleinen Apfel. Apfel. Kindergartenlied. Da sieht es lustig aus. Genau, das wäre die Originalversion. Und den Text, den findet man tatsächlich einfach im Internet. Wenn man ich sitze in meinem Flugzeug, wenn ihr das eingibt, müsst ihr das eigentlich ausspucken. Dann könnt ihr das nämlich. Dann könnt ihr das nämlich nachsingen. Gut, ihr Lieben. Eine letzte Runde. Oh. Wer mag, nimmt noch mal sein Flugzeug zur Hand. Wie doch Eisenbahn. Ich sitze in meinem Flugzeug und schaue übers Land. Da unten stehen Leute, die winken mit der Hand. Jetzt drehe ich eine Kurve, ihr Leute. Ja, schau. Kaum schaue ich einmal in die Kamera beim Singen, habe ich gesagt, ich muss euch jetzt mal anschauen, verspiele ich mich schon. Also doch besser auf die Seiten schauen, ne? Jetzt drehe ich eine Kurve, ihr Leute sollt mal sehen, wie ich in meinem Flugzeug mich rundherum kann drehen. Jetzt gehe ich langsam nieder, mein Ziel soll schwächer sein. Als wir fertig waren, haben wir dann unsere Tragflächen ausgeklappt und sind zuerst ins Badezimmer geflogen zum Zähneputzen. Winken. Genau. Der Jonas winkt so gern. Oh, jetzt sieht man auch eigentlich diesen Emoji mal, diesen Wink-Emoji, hast du gesehen? Guck mal. Ah ja, Jonas hat nochmal gewunken. Super, ich schön. Ich bin euch geehrt. Genau, also wir fliegen ins Badezimmer, um uns die Zähne zu putzen. Nein, wollen wir noch nicht. Und weil einige von euch müssen ja wahrscheinlich schon in die Schule gehen, oder? Bestimmt. Er darf morgen zu Hause bleiben. Dafür muss mein Kleiner morgen wieder in die Schule. Also ich muss aufstehen. Nicht so schön. Aber gut, hilft nichts. Was haben wir gesagt? Zähne putzen? Und dann fliegen wir. Oh, ein Herzchen. Dann fliegen wir in unser Bett. Plumpsen rein. Ah. Voll, voll laut. Gute Nacht. Als kalt kann man nicht mehr schlafen. So schlaft's gut. Und vielleicht träumt ihr von einer Flugreise in ein fernes Land. Nach Afrika. Nach Afrika würdest du fliegen? Wo würdest du hinfliegen mit deinem Flieger? Ins Schlemmerland. Sehr schön. Bist du da nicht gestern auch schon hingeflogen? Ja. Aber ich nicht. Wo würde ich denn hinfliegen? Ins Hafenland. Ich würde, glaube ich... Nach Harfenstadt. Ich glaube, ich würde nach Schottland fliegen. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh. Gute Nacht, ihr Lieben. Ich beende. Macht es gut. Okay, der Jonas beendet. Tschüss. Tschüss.